Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, Mesdames, Messieurs, cher Public, bienvenue à ce colloque en ligne de Suisse Topo. Heute geht es um eine geodätische Fragestellung. Die Geodäsie, das ist die Wissenschaft, die sich mit der Form der Erde befasst, mit der Position von Objekten an der Erdoberfläche und darüber. Heute geht es um eine ganz spezielle geodätische Fragestellung, die dafür umso spannender ist. Wir hoffen, dass das Programm, das wir Ihnen heute zusammengestellt haben, bei Ihnen auf Anklang stößt. Es sind 5 Präsentationen von je circa 10 bis 15 Minuten. Fragen können Sie jederzeit gerne stellen über Slido. Sie finden den QR-Code unten links und den Slido-Code, den Sie auf der Homepage alternativ eingeben können. Wir werden die Fragen aber ganz am Schluss nach dem 5. Vortrag beantworten. Damit möchte ich auch schon zum ersten Vortrag überleiten. Dr. Michael Benedikt ist der Gesamtprojektleiter für die Future Circular Collider Studie am CERN. Michael Benedikt, bitte. Gut, ich sehe, Michael Benedikt ist noch dran, seine Folien zu teilen. Vielleicht noch kurz als Einleitung, also wie Sie schon gelesen haben, geht es um ein Projekt am CERN. Das CERN ist die Centre pour la Recherche Nucléaire en Europe und befasst sich mit Teilchenphysik. Swiss Topo hat schon mehrmals Zusammenarbeiten gepflegt mit dem CERN, weil die Ausrichtung von Teilchenbeschleuniger auch aus geodätischer Sicht sehr interessant ist. Und ich glaube, Michael Benedikt ist jetzt soweit und wird Ihnen hoffentlich mehr darüber erzählen. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und es freut mich im Namen von meinem Team, von dieser Studie natürlich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, im Rahmen dieses Swiss Topo Kolloquiums Ihnen heute etwas über das Future Circular Collider Projekt am CERN zu präsentieren. Und ich würde Ihnen gern dazu ein paar Folien zeigen. Hier sehen Sie eine Luftaufnahme vom Jura-Gebirge des Genfer Beckens mit Genf direkt im Zentrum des Bildes und angedeutet hier der LHC, also das ist der aktuell laufende Beschleuniger, der in etwa 100 Meter Tiefe in einem Tunnel sich befindet. Das ist die orange Linie hier. Und Sie sehen angedeutet die gelbe Linie. Das wäre in etwa die Trassierung eines zukünftigen Future Circular Colliders, der dann etwas tiefer als der LHC-Tunnel, also in etwa bei minus 150 Meter, liegen würde. Und ich werde Ihnen das etwas erklären. Dieses FCC Future Circular Collider, also zukünftiger Kreiskollider, am CERN ist inspiriert aus verschiedenen Gründen. Einerseits wird der Large Hadron Collider unser aktuelles Leitprojekt etwa Ende 2040 die interessante Physik, die man dort machen kann, abgearbeitet haben. Und es geht natürlich jetzt darum, die Voraussetzungen zu schaffen, Europa auch weiterhin an der Spitze der Hochenergiephysikforschung zu halten und höchst attraktive Infrastruktur vorzubereiten, die die zukünftigen Generationen von Teilchenphysikern, Hochenergiephysikern, Ingenieuren, Technikern anziehen wird. Das soll mit diesem Future Circular Collider passieren. Dieses Projekt soll in 2 Stufen errichtet werden. Die Stufe 1 sieht vor die Konstruktion des Tunnels, der etwa 90 bis 100 Kilometer lang ist, und die Errichtung eines ersten Beschleunigers, eines Lepton-Colliders, der Elektronen mit Positronen zur Kollision bringen kann und der etwa 15 Jahre in Betrieb sein würde, im Zeitraum zwischen 2040 und 2060 etwa. Nachfolgend würde man die gleiche Infrastruktur wieder benutzen, einen anderen Beschleuniger installieren, der Protonen miteinander kollidiert und der andere komplementäre Physikaktivitäten ermöglicht, und zwar Physik an der absolut höchsten Energieschwelle, die man erreichen kann, und entsprechende Studien. Also diese 2 Geräte sind komplementär und würden quasi eine sehr interessante Infrastruktur oder weltführende Infrastruktur in diesem Bereich darstellen, bis zum Ende des Jahrhunderts eigentlich. Jetzt, diese Idee oder dieses Konzept ist mittlerweile
von einer breiten Basis getragen. In Europa gibt es einen Strategieprozess, der alle 5 bis 6 Jahre stattfindet. Der involviert im Grunde genommen die komplette Hochenergiephysik-Community. Und dieser Prozess lief in den Jahren 2019-20 und kam zum Abschluss im Juni 2020 mit einigen wichtigen Schlussfolgerungen. Und die zwei relevanten habe ich Ihnen hier dargestellt. Europa soll gemeinsam mit internationalen Partnern die technische und finanzielle Machbarkeit eines zukünftigen Hadron-Colliders am CERN untersuchen, mit einem Elektron-Positron-Collider als möglicher erster Stufe. Und diese Aktivität soll als globale Studie passieren. Und die Resultate sollen zur nächsten Strategiediskussion, die etwa für 2026/27 geplant ist, vorliegen. Das ist also unser Ziel und quasi unsere Legitimation, um diese Studie jetzt mit aller Kraft voranzutreiben. Und hier sind jetzt kurz zusammengefasst die wichtigsten Ziele dieser Machbarkeitsstudie. Das ist einerseits einmal die Optimierung des Layouts der gesamten Anlage und die Implementierung des Tunnels im Hinblick auf geologische, technische, umwelttechnische Machbarkeit. Das ist ein erster Schritt. Natürlich erfordert es eine sehr enge Kooperation mit den Sitzländern Schweiz und Frankreich. Einerseits, um alle territorialen Aspekte, Schutzzonen, Urbanistikzonen und so weiter korrekt zu erfassen und die Implementierung zu optimieren. Und andererseits natürlich, um alle notwendigen Prozesse einmal zu identifizieren und zu verstehen, die für eine Projektentscheidung notwendig sind. Ja, weil die Machbarkeitsstudie soll quasi alle Ingredienzien liefern, die eine Diskussion über das Projekt und eine Entscheidung über das Projekt oder eine Realisierung ermöglichen. Und dann kommen eher technische Aspekte natürlich auch vor. Die Optimierung des Designs von der beschleunigertechnischen Seite, die Optimierung der technischen Infrastruktur, also Kühlung, Lüftung, alle anderen notwendigen Infrastrukturen, die vorhanden sein müssen, sowie natürlich auch gezielte Forschung und Entwicklung von allen Schlüsseltechnologien, die man zur Umsetzung braucht. Und in weiterer Folge geht es natürlich auch darum, für diese Projektdiskussion dann ein Betriebsmodell zu entwickeln, ein Finanzierungsmodell zu entwickeln, zu verstehen, wie die Human Resources ausschauen werden, die zur Umsetzung und zum Betrieb so einer Anlage notwendig sind. Und ganz klar natürlich die Benutzer dieser Anlage, also die Hochenergiephysikgemeinschaft, die arbeitet jetzt schon, um die Physikmotivation noch klarer zu fassen und die Argumentation dafür auch von der Physikseite natürlich entsprechend zu dokumentieren und auch darum, die Detektorkonzepte, also die Messgeräte, mit denen man eigentlich dann die ganzen Sachen verstehen will, genauer zu designen. Und das Ganze eben bis Ende 2025. Das heißt, ein relativ intensives Arbeitsprogramm, das wir vor uns haben. Und jetzt gebe ich Ihnen ganz einen kurzen Einblick in die unterschiedlichen Aspekte. Also hier in dieser Folie geht es in erster Linie um die Untergrundimplementierung. Man entwickelt auch gemeinsam mit Partnern aus der Schweiz, universitären Partnern, ein dreidimensionales Modell der Geologie im Genfer Becken und versucht anhand dieses Modells die optimale Positionierung für die Anlage zu finden im Untergrundbereich. Optimale Positionierung heißt in dem Fall minimales Konstruktionsrisiko, schnelle, kosteneffiziente Konstruktion. Wie gesagt, die Anlage hat 90 Kilometer Umfang. Sie sehen hier die blaue Linie, das wäre dieser Tunnel. Typischerweise in etwa 100 bis 200 Meter Tiefe. Hin und wieder natürlich gibt es längere Schächte. Das ist die Durchquerung unter dem Genfer See, der an der linken Seite hier liegt. Der Punkt A befindet sich in etwa kongruent mit dem aktuellen CERN-Gelände. Und wie Sie sehen, das aktuelle CERN-Gelände ist der kleine Ring. Das ist der LHC und noch weitere kleine Ringe. Und der FCC wäre der große Ring. Die sind tangential hier, weil man quasi die existierende Infrastruktur wieder benutzt als Vorbeschleuniger für die neue Anlage. Das ist in etwa, Sie müssen es sich vorstellen, so wie bei einem Auto. Da hat man auch eine Gangschaltung und wenn man ganz schnell fahren will, dann muss man zuerst mit kleineren Gängen beschleunigen. 1, 2, 3, 4, 5. Eventuell hat man dann einen sechsten Gang. Und so ähnlich funktioniert das bei einer großen Beschleunigeranlage auch. Dann gibt es zusätzlich noch Oberflächenzonen, die etwa 5 Hektar in Anspruch nehmen, an denen technische Gebäude stehen werden. Ich komme auf das später nochmal zurück. Und wir sehen nach ersten Studien eine Bauzeit von 7 bis 8 Jahren für diese Tunnelinfrastruktur. Das ist jetzt ein Querschnitt
Durch den Tunnel selber, also das ist ein relativ kleiner Tunnel vom Durchmesser, 5,5 Meter, also deutlich kleiner als Eisenbahn- oder Straßentunnels im Regelfall, der die Beschleunigeranlage dann enthält. Und das ist die Stufe 1 auf der linken Seite, das wäre also der Lepton Collider, das ist dieser Querschnitt hier. Die beiden Strahlen würden hier und hier im Innern dieses Magneten umlaufen. Das ist noch eine zusätzliche Injektoranlage und das ist nur indiziert im Grunde genommen den Transport- und Access- und Installationsweg für die Komponenten. Und diese Maschine würde dann in der Stufe 2 ersetzt durch eine vollkommen andere Maschine von der Technologie, von der Beschleunigertechnik und auch eben von der Physik, wie ich gesagt habe. Das ist dann eine Tieftemperaturmaschine mit superleitenden Magneten. Das wäre der Magnet. Rechts wiederum angedeutet der Transportweg und links Versorgungsleitung von flüssigem Helium, um diese Magneten in diesen superleitenden Zustand überzuführen. Also so ist die Tunnelintegration selber. Da jetzt eine Folie zu Schlüsseltechnologien, die wir bearbeiten. Besonders wichtig für beide Beschleuniger, aber insbesondere für die Stufe 1, den Lepton Collider, sind die wirklichen Beschleunigungssysteme selber. Das sind also Schwingkörper, in denen man Hochfrequenz, also nichts anderes als Mikrowellen, einfüllen kann. Ich würde so ähnlich wie in einem Mikrowellenherd, nur dass man eben nicht den Strahl aufheizt, sondern man beschleunigt den Strahl. Man hat also über diese Mikrowellen eine bestimmte Kontrolle und verwendet die, um jedes Mal, wenn ein Strahlpaket an der Mikrowellenstation vorbeikommt, bekommt es sozusagen einen Anstoß und wird dadurch beschleunigt. Und diese Systeme brauchen natürlich elektrische Energie in letzten Endes in Form eben von Hochfrequenz. Und da geht es darum, bei diesen aktuellen Forschungen die Systeme in der Effizienz zu optimieren, um eben insgesamt eine hocheffiziente Technologie zu haben und sparsam mit Energieressourcen umzugehen. Das passiert alles auf internationaler Ebene. Und ich habe da hier einige Beispiele, die schweizspezifisch sind. Wir haben ein relativ großes Projekt, das lokalisiert ist eigentlich am Paul-Scherrer-Institut in Willingen. Da geht es darum, die Positronenerzeugung, also die Antiteilchen des Elektrons, die wir für die Stufe 1 brauchen, in einem Testsetup darzustellen, zu zeigen und quasi die Machbarkeit und die Effizienz zu messen. Wir bauen dort also eine Positronenquelle und wir können diese Anlage testen mit einem Elektronenstrahl, der am Paul-Scherrer-Institut vom existierenden Swiss-Fell-Linac geliefert wird, in einer seitlichen Experimentierzone. Also ein sehr schönes Beispiel, wie man existierende Anlagen und Labors gemeinsam miteinander verknüpfen kann, um entsprechende Technologien zu entwickeln und vorzubereiten und damit natürlich dann das Umsetzungsrisiko entsprechend gering zu halten. Ein weiteres Beispiel für Zusammenarbeit mit der Schweiz findet sich auf dieser Folie. Da gibt es also ein spezielles Programm, das sich CHART nennt. Das ist Schirmorganisation für Beschleuniger- und Technologieforschung in der Schweiz. Das ist spezifisch dafür gegründet worden im Jahr 2016, um gemeinsam mit dem CERN Technologien und Beschleunigertechnik für FCC zu entwickeln mit verschiedensten Schweizer Partnern. Und dazu haben wir zum Beispiel hier Entwicklungen im Bereich der Geodäsie, über die wir heute sprechen. Wir haben das Geologiemodell. Wir haben sehr viele Zusammenarbeiten im Bereich von superleitenden Magnetentwicklungen, schon im Hinblick auf die Stufe 2 des Beschleunigers und andere Tätigkeiten. So. Dann gehen wir weiter zur etwas mehr ins Detail zur Optimierung des Layouts. Ich habe Ihnen vorher eine Folie gezeigt, bei der es im Wesentlichen um die Untergrundstrukturen und die Geologie gegangen ist. Das ist natürlich nur ein Teil oder eine Seite der Medaille. Ein wesentlich ebenfalls wichtiger Punkt sind die Oberflächenaspekte. Also wie sind die territorialen Aspekte? Und da geht es natürlich nur über Optimierung mit beiden Sitzländern, mit Behörden in beiden Sitzländern. Das Prinzip, das als oberstes dort steht im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie, ist vermeiden, reduzieren, kompensieren.
Also man möchte Probleme, Risiken oder eventuelle Inkompatibilitäten von vornherein durch das Design oder durch die Implementierung vermeiden. Zunächst, wenn sich das nicht machen lässt, reduzieren. Und wenn sich das auch nicht machen lässt, dann ist erst die letzte Stufe, über Kompensationsmöglichkeiten nachzudenken. Damit setzt man prinzipiell heute relevante Rechtsgrundlagen um. Und das bringt natürlich gewisse Anforderungen, bringt auch gewisse Einschränkungen und hierfür nur auf die Thematiken, die wir dazu natürlich ins Auge fassen. Einerseits soll natürlich die Anlage in ihrer Qualität nicht eingeschränkt werden. Das heißt, Größen, Symmetrien, andere Anforderungen müssen unbedingt umgesetzt werden. Die technische Machbarkeit von Tunnel und von Bauten ist in Betracht zu ziehen. Territoriale Einschränkungen an den Oberflächenzonen, Umweltaspekte, Naturzugangsaspekte und natürlich wirtschaftliche Faktoren, regionale Entwicklungen, Urbanistikaspekte, Transportwege, existierende Infrastruktur. Das muss man alles in Betracht ziehen. Dazu wurden sehr detaillierte Riskmatrizen entwickelt für den ganzen Bereich, der in Frage kommt, und etwa 50 verschiedene Implementierungen, die studiert worden sind, das sehen Sie da rechts, in leicht unterschiedlichen Größen, leicht unterschiedlichen Symmetrien, Positionen, und letzten Endes hat das zu einer Gruppe von nahe beieinander liegenden bevorzugten Varianten geführt, die Sie jetzt hier sehen. Die ist 91,2 Kilometer im Umfang. Und das ist jetzt die Variante, die wir jetzt dann in den nächsten Jahren im Detail auch mit allen Betroffenen, natürlich Kommunen und Städten, studieren werden. Und um die Oberflächensituation zu optimieren für alle Zugangspunkte, es geht da um 8 Zugangspunkte, und um die geologische Situation zu verstehen und um die Unsicherheiten dort zu minimieren, quasi um eine Sicherheit für die Machbarkeit des Tunnels und natürlich auch eine größere Sicherheit für die Kostenschätzung zum Tunnelbau zu bekommen, planen wir 2023, 2024 und 2025 Probebohrungen und seismische Untersuchungen an verschiedenen Stellen. Also da hätten wir etwa 40 bis 50 Tiefenbohrungen durchführen und 100 Kilometer von seismischen Linien, um Reflexionen vom Untergrund zu bekommen, die man dann interpretieren kann und Schlussfolgerungen ziehen kann. Das steht am Programm, das sind die schwarz eingekastelten Bereiche hier, unter anderem auch zum Beispiel die Moränensituation unter dem Genfer See, um zu verstehen beispielsweise, wie dort der Grund beschaffen ist, das sind Moränen, wie wasserhältig dieser Grund ist, welcher Wasserdruck vorherrscht in der vorgesehenen Tiefe und andere Aspekte. Das ist jetzt zusammengefasst der Zeitplan, der uns von heute bis dorthin bringt, wo man erste Physik mit dieser ersten Stufe machen kann. Also wir sind etwa hier, 2021, 2022. Wir machen jetzt diese Machbarkeitsstudie, die die Machbarkeit technisch zeigen soll, ein Finanzierungskonzept zeigen soll, ein Betriebskonzept zeigen soll. Danach gibt es diese Strategiediskussion, die etwa 2 Jahre in Anspruch nimmt. Und wir gehen davon aus, dass der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem ein Projekt beschlossen werden kann, etwa 2028 ist. Natürlich nur, wenn die Machbarkeitsstudie erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Danach bedarf es einer gewissen Vorbereitungszeit, um die Verträge aufzusetzen und eine Ausführungsplanung durchzuführen, sodass man am Beginn der 2030er Jahre damit rechnen kann, die Konstruktion des Tunnels zu beginnen. Dann etwa 6, 7, 8 Jahre Tunnelkonstruktion. In parallel dazu arbeitet man an der Produktion der Beschleunigerelemente. Und dann kann die Installation in den ersten zur Verfügung stehenden Tunnelsegmenten wahrscheinlich ab 2036, 2037 beginnen. Da startet man natürlich mit der technischen Infrastruktur, also Lüftungsanlagen, Kühlungsanlagen, elektrische Grundversorgung und dann sukzessive die Beschleunigeranlage und die Experimente. Und dann kann man davon ausgehen, dass eventuell gegen erste Hälfte der 2040er Jahre erste Kollisionen in dieser neuen Infrastruktur starten können. Eine Folie zum Abschluss betreffend die globale Zusammenarbeit, die wir dazu schon etabliert haben in den letzten 5 Jahren in der Vorstudie. Wie Sie da sehen können, haben wir etwa 150 Institute und Forschungszentren weltweit, die aktuell mit uns arbeiten an dieser Studie. Und das Ziel ist natürlich, dieses Netzwerk zu intensivieren
Und das ist natürlich nicht nur einseitige Beziehung, sondern es fließt da Know-how sowohl von den Partnern zur Studie oder zum CERN, wie auch umgekehrt, wie auch Netzwerke gegründet werden zwischen einzelnen Partnern, die natürlich dann nicht nur im Bereich der Hochenergiephysik oder im Bereich unserer spezifischen Anwendung verwendet werden können, sondern auch klarerweise translativ in anderen Wissenschafts- und Forschungsbereichen. Die EU unterstützt mit diversen Förderprojekten ebenfalls diese Studie. Damit komme ich zur abschließenden Zusammenfassung. Also das langfristige Ziel unserer Future Circular Collider Studie ist klar die Errichtung der weltweit führenden Forschungsinfrastruktur für Hochenergiephysik für das 21. Jahrhundert. Um die Teilchenphysik sowohl im Präzisionsbereich, das ist die erste Stufe, sowie auch im höchsten Energiebereich, das ist die zweite Stufe, um Größenordnungen über die aktuellen Limits zu bringen. Und aktuell im Fokus steht natürlich die Vorbereitung des Infrastrukturprojekts, also die Entwicklung eines konkreten Projekt- und Implementierungsszenarios gemeinsam mit den Sitzländern, um die Umsetzbarkeit der Infrastruktur von FCC im Jahr 2025/26 demonstriert zu haben. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Merci beaucoup à Michael Benedict pour cette magnifique présentation. C'est réellement, réellement impressionnant comme projet de voir l'étendue et puis l'ambition en fait derrière le FCC. On va passer maintenant, on va se rapprocher un tout petit peu des aspects géodésiques avec notre prochaine oratrice qui est Hélène Ménaud-Durand. Docteur Hélène Ménaud-Durand, elle est responsable, elle est chef du groupe Geodetic Metrology au CERN et dans le cadre du FCC, elle est responsable de deux work packages, le premier en géodésie et le deuxième qui est dénominé Survey and Alignment. Merci beaucoup Daniel pour cette introduction. C'est un plaisir d'être devant vous ce matin à ce colloque pour vous présenter les défis liés à l'alignement d'accélérateurs et en particulier concernant le FCC. Je vais commencer cette présentation par, avant de rentrer dans le vif du sujet, par faire un bref rappel concernant l'alignement des accélérateurs et démarrer par une définition très basique concernant l'alignement. L'alignement, c'est un arrangement dans lequel deux ou plusieurs objets sont positionnés suivant une ligne droite. Si l'on regarde comment appliquer cette définition à un accélérateur de particules, donc les objets vont être en fait des composants de cet accélérateur de particules. Donc on aura des cavités accélératrices qui ont déjà été introduites auparavant par Michael Benedict. On aura donc ces quadrupôles qui vont permettre de focaliser le faisceau, ces sextupôles qui vont améliorer la qualité du faisceau, ces dipôles qui vont permettre de donner une trajectoire courbe au faisceau, et puis par exemple ces moniteurs de position du faisceau, donc pour déterminer la position du faisceau. Dans le cas d'un accélérateur circulaire, on va plutôt en fait aligner les composants par rapport à des sections droites et des sections courbes, et ainsi qu'à une position en fait théorique. Pourquoi doit-on aligner les composants des accélérateurs? Déjà, en fait, on doit préaligner ces composants pour en fait, que le faisceau puisse passer une première fois. Ce sont des faisceaux pilotes qui permettront ensuite aux physiciens d'utiliser différents outils, alignement basé sur le faisceau, feedback à partir du faisceau, pour affiner en fait, la trajectoire du faisceau et obtenir le maximum de collisions au niveau des détecteurs. Ensuite, la Terre sur laquelle on construit les accélérateurs est en mouvement perpétuel et donc on doit conserver ces alignements suivant des tolérances qui sont données pour que le faisceau puisse circuler à travers ses composants. Et donc je voulais vous mentionner aussi cette tolérance d'alignement, cette définition. C'est une erreur de positionnement qui, si elle est dépassée, conduit à une machine qui ne peut pas être corrigée avec une perte non acceptable de luminosité, la luminosité étant le nombre de collisions que l'on va obtenir au niveau des détecteurs.
Et donc, en fait, la fréquence avec laquelle on va devoir réaliser les alignements des composants va dépendre en fait de la stabilité du sol des tunnels dans lesquels sont installés les composants et aussi de ces tolérances d'alignement. Un alignement dans un accélérateur consiste en différentes étapes. Quand on commence un projet, on va déjà, avec les physiciens, définir les tolérances d'alignement. Ce sont souvent des compromis entre différentes solutions techniques. Et on va ensuite définir la stratégie d'alignement pour ce collisionneur. Cela va nous permettre ensuite d'installer et de déterminer un réseau géodésique de surface et de souterrain, puis de transférer, une fois que le génie civil aura été réalisé, transférer ce réseau géodésique en souterrain, à l'intérieur donc du tunnel, pour déterminer aussi ce réseau géodésique souterrain, à partir duquel on va pouvoir mettre en place les différents composants. En parallèle, en surface, on va faire une étape qui est cruciale pour la suite, c'est la fiducialisation. On va en fait mesurer l'axe de référence, par exemple l'axe magnétique d'un quadrupôle, par rapport à des références d'alignement externe, puisqu'une fois que les composants seront mis en place dans le tunnel, on ne pourra plus accéder à ces axes de référence, on devra uniquement utiliser ces surfaces, ces références externes d'alignement, ces fiduciels. Ensuite, donc, une fois que les composants ont été transférés dans le tunnel, on va réaliser leur alignement absolu par rapport au réseau géodésique souterrain. Et puis ensuite, la dernière étape, qui est aussi très importante, c'est de réaliser un alignement relatif des composants, les uns par rapport aux autres, ce qu'on appelle le lissage par rapport à une courbe lisse qui conviendra au faisceau. Et puis, comme je vous l'indiquais, suivant les tolérances d'alignement, la stabilité du sol du tunnel, on va devoir maintenir tout au long de la vie de l'accélérateur l'alignement des différents composants. Pour illustrer cela, je vous ai pris l'exemple du LHC, déjà introduit par Michael Bénédicte auparavant, pour vous montrer, illustrer un petit peu ces étapes. Donc, on va arriver dans un tunnel vide dans lequel en fait, on va mettre au sol un réseau géodésique de surface que l'on va déterminer, à partir duquel donc, viendront s'installer les différents services au niveau du tunnel. Et puis, on pourra réaliser aussi le marquage pour préparer la future installation des composants dans le tunnel. Ensuite, donc, par exemple, la ligne cryogénique va être mise en place et puis on va installer les vérins. Les vérins vont supporter les composants et ce sont eux ensuite qui vont nous permettre de positionner les composants à la bonne position théorique. On va préaligner les composants et donc ensuite on viendra faire un lissage vertical par nivellement et ensuite un lissage radial par écartométrie des différents composants. Donc actuellement, dans le LHC, tous les ans, il y a certaines zones que l'on vient mesurer systématiquement parce qu'elles ne sont pas stables et on doit réaligner les composants. Et sinon, tout le LHC lui-même, donc de 27 km, est réaligné tous les 5 ans pendant ce qu'on appelle des longs shutdowns, des longs arrêts techniques de 2 années consacrés donc à la maintenance des machines. Et donc, vous voyez ici l'illustration de ce nivellement avec des niveaux digitaux. Et puis, l'écartométrie, donc c'est une technique qui a été développée au CERN, où en fait, vous voyez les fiduciels, donc les références d'alignement sur ces composants. On vient mesurer l'écart radial de ces fiduciels par rapport à un fil tendu sur 150 mètres à 200 mètres, qui constitue une référence d'alignement droite. J'en viens maintenant au FCC. Quelles sont les demandes d'alignement pour le FCC? On nous demande un alignement absolu des composants dans le tunnel à quelques millimètres et puis un alignement relatif qui est aussi relativement challenging, on va dire. Je l'ai illustré avec des vues de composants de l'ESRF puisqu'il n'y a pas encore vraiment de vues qui sont disponibles concernant ce collisionneur. Déjà, en ce qui concerne l'alignement relatif, on devra venir aligner plusieurs composants sur une même poutre. Pour le FCC, il y aura des quadrupôles, des sextupôles et des moniteurs de position faisceau qui devront être alignés sur la même poutre. Et c'est l'axe référence de chaque composant qui devra être positionné à mieux que 50 microns dans le système de coordonnées de la poutre. Et ensuite, ces poutres devront être alignées dans le tunnel sur une fenêtre glissante d'environ 100 mètres à mieux que 150 microns, c'est-à-dire 2 fois le diamètre moyen d'un cheveu. Quels sont nos challenges, nos défis pour le FCC? Déjà concernant la géodésie,
Le FCC sera 10 fois plus étendu que le LHC. Vous voyez l'empreinte du FCC ici. Il faut savoir que les systèmes de référence et leur infrastructure datent du LEP, donc qui était même avant la machine, avant le LHC, donc des années 80. L'installation des composants en souterrain débutera sans doute avant la détermination globale du réseau géodésique souterrain. La nouvelle machine qui sera mise en place devra être reliée aussi aux machines existantes. Sans doute le LHC et le SPS seront utilisés comme injecteurs pour le FCC. Elle sera située dans un plan sans doute incliné, environ 400 mètres sous la surface. Et puis on aura des tolérances d'alignement des composants qui ne sont pas standards. Et lorsqu'on sait que la majeure partie de l'instrumentation survey et des capteurs d'alignement mesurent par rapport à la gravité, il nous faudra développer un nouveau modèle de champ de pesanteur pour le FCC avec une très bonne précision. Concernant l'assemblage, toute la préparation de cet alignement relatif, les tolérances d'alignement qui sont demandées pour le FCC-EE ressemblent à celles des synchrotrons. Mais en fait, la grande différence, c'est le nombre de composants. On parle par exemple d'une centaine de poutres pour un synchrotron, alors que pour le FCC, on aura des milliers de poutres. Les conditions de transport ne seront pas les mêmes. Pour le FCC, on aura des zones d'assemblage. Ensuite, il faudra transporter toutes ces poutres sur des centaines des kilomètres et ensuite les descendre dans le tunnel. Les conditions de température et pression dans le tunnel ne seront pas forcément aussi stables que celles d'un synchrotron. Il faudra ensuite faire un compromis entre la rigidité des poutres. Vous voyez ici, comme les poutres sont rigides pour un synchrotron, les systèmes d'ajustement des composants et puis le coût aussi et le temps nécessaire à l'assemblage et aux mesures correspondantes. Et donc on devra, en fait, pour ces milliers de composants, développer des méthodes qui permettront d'automatiser tous ces processus d'assemblage et de fiducialisation. En ce qui concerne l'alignement relatif dans le tunnel, on est dans la même situation en fait. Les tolérances d'alignement sont équivalentes à celles du LHC. Par contre, on aura un nombre bien plus important de composants à aligner. Dans un tunnel sans doute bien moins stable, hein, puisque le tunnel du LHC, il a quand même plus de 30 ans. Il s'agira aussi de composants chauds, et donc il y aura une température dans le tunnel qui sera sans doute moins stable que celle qui est actuellement dans le LHC. On ne pourra pas utiliser de méthodes standards telles que celles que je vous ai présentées auparavant. Et donc, il va falloir développer des nouvelles solutions plus automatisées, comme l'utilisation de trains de mesure, ou développer et implémenter des solutions avec des capteurs d'alignement bas coût que l'on pourrait implémenter en fait pour l'alignement à distance de toutes ces poutres. J'en viens à ma conclusion. L'accélérateur FCC représente un réel défi pour ce qui concerne la géodésie, mais aussi pour l'alignement dans le tunnel de ses composants. Une collaboration a été mise en place avec Swisstopo, TH Zurich, HEIGEVO et le CERN pour résoudre les défis les plus urgents liés à la géodésie. Et il s'agit maintenant de commencer à résoudre les défis concernant l'alignement des composants dans le tunnel FCC en développant de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies, surtout à moindre coût, que l'on pourra vraiment s'offrir et durable. Merci beaucoup. Vielen Dank an Hélène Menot-Durand für die Einleitung in das Alignment von Teilchenbeschleuniger. Das ist wirklich eine äußerst spannende Thematik, gerade im Kontext der Geodäsie. Unser nächster Redner ist Professor Dr. Andreas Wieser, Professor für Geosensors und Ingenieur Geodäsie an der ETH Zürich. Im Rahmen der FCC-Projektstudie ist er Projektleiter für den Teil Geospatial Infrastructure. Und er wird heute Morgen referieren über die Herausforderungen, die mit dem Koordinatenreferenzsystem zusammenhängen für den Future Circular Collider. In diesem Kontext ist natürlich insbesondere interessant, dass der zukünftige Zirkularbeschleuniger zwei Länder abdeckt, sowohl die Schweiz wie auch Frankreich. Und beide Länder haben ein spezifisches Koordinatensystem. So, ich sehe, Andreas Wieser ist bereit und wird euch diese Zusammenhänge selber erläutern. Ah, ich sehe, die Präsentation ist wieder weg. Wir haben zwei, drei technische Probleme.
Also wie erwähnt, die große Herausforderung ist, ein Koordinatensystem zu erstellen, das für das gesamte Projekt benutzt werden kann. Also üblicherweise würde man so Projekte im nationalen Koordinatensystem durchführen, planen. In diesem Fall ist die Schwierigkeit aber, dass die Schweiz und Frankreich zwei unterschiedliche Koordinatensysteme aufweisen. Und das Interessante an der Herausforderung ist, dass das Koordinatensystem relativ früh in der Planungsphase benötigt wird. So, ich glaube, wir sind jetzt soweit, dass ich das Wort an Andreas Wieser übergeben kann. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten über die Präsentation. I didn't actually not listen because I tried to fix the problem that we had, but it seems the real challenge is to get the slides across to the audience. So yes, and in order to complete this language course this morning, I'm going to give my presentation in English, but I guess you will be able to follow. So now looking a bit at the geodetic perspective, maybe the next few minutes are going to be a bit more dry than the previous one for many of you because you're more familiar with the geodetic challenges. Nevertheless, I want to give you an impression about coordinate references and associated challenges in that context. Now for FCC, in general, why do we need coordinate references? Of course, for georeferencing and providing relative positions across the project, which means that on the one hand, this starts with coordinate references on the meter level accuracy for site investigations, maybe a bit more accurate for exploratory drilling. But then as soon as the construction works start, a higher accuracy is needed for making the above ground constructions. Then in the end, probably 8 shafts. So this is just a schematic display of an earlier design study, but in reality, about 8 shafts will have to be built. And then the tunnel will have to be built from the bottom of these shafts, meaning that we need coordinate references to control the tunnel boring machines or the tunnel drilling. And in the end, like Ellen has just presented a few minutes ago, the coordinate reference must also be the backbone or support the alignment with the tremendous accuracies that you have heard about just a few minutes ago. Nevertheless, one could say from a Swiss perspective, we have successfully built Gotthard Base Tunnel. So what are the special challenges here? Now, on the one hand, there is of course no special challenge. It's just about materializing points, finding locations. Actually, there are many, many pillars and markers anyway in the area. So it could even be just selecting the points, checking their coordinates, and then we work from there. But in reality, there are huge challenges, and the starting point for many of them is that the project extends over the over two countries, as you have already heard, Switzerland and France. Also LHC did so, but now for this FCC, the area covered is much larger, and there is a lot of surface utilities that have to be built. I mentioned the shafts before, in particular in the French area, and now both countries have different geodetic datums, different projection systems, different types of fixed points. They have different height system, they have different height reference. So everything is different. And there is no common GNSS service, active GNSS service from the both countries, so that at least for the surface work, we could use real-time GNSS smoothly across the area. And that means that at least we have to select an appropriate joint system for all the works, and then make sure that all the constructors and all the companies involved will be able to access that coordinate system. On top of that, which sounds more like an administrative challenge, there are technical challenges as well. And number one, the tunnel is very long. It's circular, which is a game changer in terms of the accuracies required for the setting out in the tunnel. And the whole tunnel is only accessed by shafts. So we have the Sedrun situation from Gotthard Base Tunnel, which was a particularly difficult situation there, but a solitary situation. This is the typical situation now for the FCC tunnel. And on top of that, the area where the FCC tunnel will be built has a large number of geological faults. The activities may not be tremendous, but they may be relevant for the construction works here. Now, of course, let's say the most straightforward idea would be to use the coordinate reference systems, so the pillars and fixed points and the coordinate systems already in use by CERN, and just extend over the area of the FCC. From a geodetic perspective, if I flip back once more, you may already understand that the existing CERN networks and fixed points cover the LHC area. And
we would have to extrapolate quite a lot, which certainly is not good for accuracy purposes. But there's even more to it. The existing coordinate reference systems at CERN, which are typically called CCS, CERN coordinate system, have grown over time according to the needs, and they all started off with a planar coordinate system. So when the positron synchrotron was built in the 1950s, a pillar was installed. It's depicted on that picture up there, pillar, the famous pillar P0, in the center of the positron synchrotron, and this was declared as the origin of a coordinate system with an XY plane orthogonal to the plumb line in that location, and the z-axis perpendicular to it, and the whole construction works were carried out in this Cartesian local coordinate system. When a couple of years later, the next accelerator was built, the SPS, which covered a larger area, this approach was found not to be good enough anymore, in particular with respect to height, and for the heights, a spherical system was introduced, again, using P0 as an origin or as a fundamental point, and again using the previous XY plane for the horizontal coordinates. I will come back to that point later, but the heights were referred to the sphere and then also to a geoid or a pseudo-geoid, so a local geoid model to have gravity-based heights. And then later on, the sphere was replaced by an ellipse, but again, only for the heights or primarily for the heights. And only when the Neutrino to Gran Sasso project, CERN Neutrino to Gran Sasso project, was initiated around the year 2000, the 3D coordinate reference of the whole CERN area was needed to connect the CERN area to the Italian area. And this was done by a 3D connection to ITRF-97. Now, for the system here, we need fixed points across the FCC area. We need them in the same coordinate system. We need them to be useful for both GNSS-based work, ideally real-time GNSS using some service, and then later on also for underground work. Now, for the GNSS part, probably it would be easy, and again, just an administrative question of providing the necessary corrections so that people can use RTK, for instance. For the other works, we have to take into account that a lot of companies will be involved, and they will need to use standard surveying practice. So in particular, they will need a coordinate reference system that allows them to work with measurements that require small or, in many cases, no corrections. The system that was in use used in the past with coordinates in the XY plane, horizontal coordinates, just originating from an orthogonal projection to that plane, meant that the map projection involved here was non-conformal. And when we now figure in that we move quite far away from the LHC area, it would mean that the local plumb lines or the deflections of the vertical would be rather big, and that would ultimately mean that all measured angles, all measured distances would have to be corrected, some of them even with non-standard formulas, if we would just extend the existing systems. So instead of doing that, we proposed, after some research and investigations by also discussing with CERN and other people, we proposed a three-layer approach that introduces new systems but doesn't invent new systems. So the first layer, which would be the basis for everything to follow, would be a terrestrial reference system that is essentially equivalent to the ETRS-89, so we can easily connect to GNSS measurements, but it would still be CERN's own system, primarily so that it can be kept as a static system. So in a traditional way, it would be equivalent to a certain ETRF at a specific epoch, and then maybe it would change from that ETRF system, because the CERN system should be static. And on top of that static system, we could describe the relevant point motions in a separate kinematic model, so per point velocity fields that can then be used either to update the coordinate system when the motion has accumulated too much, or that can be used just to assess the uncertainties that arise from there. Then for the practical work, in particular for tunneling, we propose a projected coordinate reference system based on the transverse Mercator projection. This would be new in terms of installing it for the CERN area, but of course the formulas and everything is known, and the software exists for doing that. And that would be paired with gravity-based heights, for which we propose orthometric heights. Markus Rotacher will probably refer a bit to that later on. And the third layer then is the technical layer. This is the existing physics coordinate system, where for the beams, the relevant coordinate system is a strictly Euclidean coordinate system that doesn't know about gravity, and that has to be connected to the other systems then by transformation. Now, on top of all that,
the area is known to be tectonically active. The red vectors that you see in this display are velocity fields that were derived within a URF working group that, to my knowledge, is led by Elmar Brockmann, who is known to many of you. And the red vectors indicate GNSS-based displacement rates at certain points. The blue vectors are just an interpolation for visual purposes. They don't have any physical meaning. They just say that there are very likely differential displacements within the CERN area, and they may be on the level of 1 millimeter per year, which would accumulate to 5 or 6 centimeters or even more over the lifetime of the accelerator. And therefore, they need to be quantified and known. And this means that we need to establish monitoring quite quickly. Then for the tunneling itself, it will be extremely critical because of this tunneling with starting with the shafts to have a very accurate azimuth determination to start off the tunneling process. And the only technology that's available and proven for that is the gyrotheodolite, which nowadays mainly comes from one single supplier in the world, the only company that fabricates those gyros. And they are known to be very sensitive instruments. So in order to provide a backup, at least for control, like was also done at the Sedrun shaft of Gotthard, an alternative technology is needed. And it's necessary to look into the promising technologies, because probably something has to be developed until construction starts so that the azimuth can be transferred. And there are lots of interesting opportunities, but none of them is easily applicable as well as the gyro. There are absolute measurements, there can be a coordinate-based transfer, or a variety of technologies that use some devices that are then deepened down through the shafts and the rotations are measured during that deepening down. So we need to get a better understanding of what our technological options are. And finally, when it gets close to the implementation, due to the curved shape of the tunnel, the distance measurements will be extremely important for this tunnel, more important than for typical tunnels. And that means that on top of checking the gyro measurements, which is good practice and requires gyro baselines near each shaft anyway, on top of that, there will also be a need to carefully check the EDM equipment, to carefully check the meteo equipment for the meteorological corrections. And for that, it's probably necessary to have calibration and testing facilities on site. They need to be planned, and the testing and calibration processes also need to be worked out, because they need then to be handed over to the engineers carrying out the practical work. And this means there's a long list of challenges related to establishing the coordinate references with sufficient accuracy for the lifetime of the FCC. I have mentioned a couple of them. I have mentioned a few more here on this slide, and there are even more that we already can envisage. To handle that, as you have heard, there is currently an FCC geodesy study. This is a bit the framework for today's presentations. I'm very happy to have the opportunity to work in there. And CERN has also installed an FCC geodesy advisory board where we discuss and brainstorm to early detect upcoming challenges. So with that, I'll stop, and I just want to say that from time to time we also need different challenges. And so with my group, we don't only work on accelerators and tunnels and thinking about that, we also work in the beautiful Swiss mountains, and maybe there is another opportunity to report about that. So with that, I hand back to Daniel. Ja, vielen Dank, Andreas Wieser, für diesen spannenden Vortrag zu effektiv sehr geodätischen Fragestellungen. Sehr schön zu sehen, dass sich im Prinzip im CERN die gleichen Probleme und Herausforderungen stellen wie auch auf Stufe Landesvermessung. Also wie etabliert man saubere Koordinatenreferenzsysteme? Wie geht man mit der Höhe um? Also ich finde das wirklich extrem spannend. Unserem nächsten Redner ist Professor Dr. Markus Rothacher. Er ist Professor für mathematische und physikalische Geodäsie an der ETH Zürich. Und wie Sie daraus natürlich ableiten können, wird er über mathematische und physikalische Geodäsie referieren, also insbesondere über das Schwerefeldmodell für das CERN. Wie es Andreas Wieser angedeutet hat, ist das Schwerefeld beziehungsweise das Geoid, das wir daraus ableiten, eine wichtige Größe für die Höhenbestimmung. Sobald man interessiert ist an physikalischen Höhen, kommt man nicht drum herum, dass man Geoidbestimmung macht. Und Sie können sich jetzt natürlich fragen, ja, wieso braucht es denn physikalische Höhen? Unser Verständnis, intuitives Verständnis von Höhe ist natürlicherweise an das Schwerefeld geknüpft. Also wir haben den Anspruch an ein Höhensystem,
dass wenn zwei Punkte auf derselben Höhe sind, kein Wasser fließt zwischen diesen zwei Punkten. Und das ist nur erfüllt bei einem physikalischen Höhensystem. Und traditionellerweise ist und war die Höhe, die Schwerefeldbestimmung, immer die größte Herausforderung in der Geodäsie. So, ich sehe, Markus Rothacher ist bereit und damit übergebe ich das Wort. Okay, vielen Dank, Daniel. Du hast jetzt schon fast alles erklärt, was da zu sagen ist. Ja, ich werde versuchen, über das Schwerefeld zu sprechen, das wir für die Region des FCC brauchen. Das Schwerefeld ist ja ein relativ schwieriger Begriff. Es geht also um die Erdanziehung, die sich von Ort zu Ort relativ stark ändern kann. Und wenn wir jetzt sagen, etwas ist horizontal, dann meinen wir damit, dass es entlang einer Äquipotentialfläche geht. Das heißt, dort fließt das Wasser nicht. Und da das eben nicht einer geraden Linie entspricht, muss man das sehr genau untersuchen, insbesondere für die Konstruktion, den Tunnelbau, aber auch für das Alignment, für die Ausrichtung der verschiedenen Komponenten. Es sind hier auch Beiträge von Osmart übrigens eingeflossen, die natürlich von der Swiss Topo stammen. Ja, damit möchte ich beginnen mit einer kurzen Übersicht. Ich werde mit einer Motivation beginnen, dann etwas zum Schwerefeld sagen, was im Moment verfügbar ist und was wir in Zukunft damit machen wollen und kommen dann zu einigen Schlussfolgerungen. Ja, die Motivation ist sicher so, dass das FCC-Gebiet, das wurde schon erwähnt, rund 10-mal größer ist als das jetzige Gebiet des CERN. Das heißt, alles wurde bisher auf diese kleinere Dimension ausgerichtet und jetzt müssen wir das quasi wesentlich ausdehnen und das ist sicher eine wichtige Herausforderung, weil damit man damit auch in gebirgigere Regionen kommt und auch den Genfersee mit einbezieht und so weiter. Das CERN-Modell, das im Moment noch verwendet wird, ist das CG 2000 und ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt. Man kann sich vorstellen, dass das nicht mehr den Anforderungen genügt, die man heute an so ein Schweremodell stellt. Ja, was ist die Bedeutung? Wichtig für Konstruktion, ich habe das schon gesagt, im Tunnel und natürlich auch für das Ausrichten all der Komponenten, der Magnete und so weiter, die werden oft mit einem hydrostatischen Nivellement-System gemacht, weil das äußerst präzise ist und dazu braucht man eben die Information über das Schwerefeld, über das Geoid, über eine Äquipotentialfläche. Wir erwarten, dass wir genauer werden können als etwa ein Zentimeter für diese Schwerefeldmodelle in der Zukunft. Ja. Ich hoffe, es wechselt bald. Ah, ja. Okay, kurz ein paar Begriffe zum Schwerefeld. Das ist doch ein relativ schwieriges Problem ist, also was man gewöhnlich darunter versteht, sind sehr verschiedene Größen. Man hat auf der einen Seite, was man hier sehr schön, diese Äquipotentialflächen, das sind eben nicht Ebenen, sondern die hängen davon ab, wie die schwere Anziehung ausgerichtet ist. Wir sehen als Pfeile hier die Richtung der schwere Beschleunigung, also der Erdanziehung. Die steht natürlich an verschiedenen Orten in verschiedene Richtungen und das Geoid wäre also so eine Äquipotentialfläche hier. Zusätzlich haben wir auch noch den Begriff der Lotabweichung, den sieht man hier ein bisschen besser. Wir gehen von einem Referenzellipsoid aus, darauf senkrecht errichten wir diese Linie schwarz. Und dann haben wir das Geoid, das hat eine andere Ausrichtung, das wäre also die Äquipotentialfläche, hat eine andere Senkrechte darauf und der Winkel zwischen diesen beiden ist die Lotabweichung oder auf Englisch die Deflection of the Vertical. Und die muss man kennen, um zu sehen, wie sich das Geoid verändert über kurze Distanzen, dieses Delta N, in Bezug auf das Referenzellipsoid. Also diese Winkel misst man, da wird Daniel Willi sicher noch einiges sagen, insbesondere mit Beobachtung von Sternen. Ja, wenn wir nun weitergehen,
Dann können wir sagen, was haben wir verfügbar? Verfügbar sind verschiedene Modelle und natürlich die meisten davon auf die Länder bezogen. Das Schwerefeld, das im CERN benutzt wird im Moment, geht zurück auf das CHGO 98. Heute gibt es für die Schweiz ein besseres, von Urs Marti berechnet, das Geoid, das CHGO 2004. Auf der französischen Seite haben wir auch ganz verschiedene solche Modelle mit unterschiedlicher Genauigkeit und schlussendlich gibt es natürlich auch noch größere Regionen, die abgedeckt werden, wie zum Beispiel das europäische Geoid, die Äquipotentialfläche von 2015 oder dann globale Modelle, die dann auch Satellitendaten enthalten. Als Beispiel habe ich hier den Vergleich dargestellt zwischen dem CHGO 2004 auf der schweizerischen Seite und dem Modell auf der französischen Seite. Und Sie sehen hier die Abweichungen, der Offset dazwischen, also der Unterschied der beiden Systeme ist schon 60 cm, den muss man natürlich berücksichtigen. Der kommt dadurch zustande, dass sich die beiden Höhensysteme auf unterschiedliche Referenzen beziehen. Aber wenn man dann die Differenzen bildet, sieht man, da gibt es doch Abweichungen von plus minus 4 cm Standardabweichung. Das heißt, die Tops hier sind vielleicht etwa 12 cm, also Unterschied zwischen diesen zwei Modellen. Da muss man also noch einiges an Arbeit reinstecken. Viel Arbeit ist allerdings schon früher reingeflossen. Man sieht hier die Daten, die bereits verfügbar sind in diesem Gebiet. Auf der rechten Seite hier sehen Sie die Schweremessungen, das heißt die Messungen der Schwerebeschleunigung, wie groß die ist, also G. Und da sieht man sehr schön, dass man in der Schweiz eine sehr dichte Repräsentation hat und Messungen hat, aber dann in Frankreich zum Teil auch, aber da so im Grenzbereich oberhalb von Annecy, da hätte man dann einige, sagen wir mal, nicht mehr so die gleiche Dichte. Und da jetzt der Ring, man sieht übrigens hier der kleine Ring, der vermessen wurde, da jetzt der Ring viel größer sein wird und bis tief in Frankreich hineinreicht, wird man sehen müssen, welche Art von Messungen müssen hier ergänzt werden, um über dieses größere Territorium eine entsprechende Genauigkeit zu erreichen. Wir haben auch bereits Lotabweichungen gemessen im Gebiet der Schweiz. In Frankreich gibt es da aber nicht sehr viel. Und es gibt natürlich auch schon gewisse Leveling oder Nivellement-Profile, die aber noch nicht genau ausgemessen sind. Deshalb haben wir uns die Aufgabe gestellt, ein sehr hochgenaues Profil zu bilden für die Validierung unserer Berechnungen des Schwerefeldes. Die Idee ist also, unabhängige Messungen zu haben, also alle möglichen Messungen zu verwenden und dann die auch vergleichen zu können, damit dann die Validierung der berechneten Schwerefelder durchzuführen. Man sieht, dass dieses Profil, das geht wirklich vom Jura runter durch den ganzen geplanten Beschleunigerbereich runter bis Annecy auf französischem Territorium und gibt dadurch auch mit den Hügeln hier in diesem Bereich eine sehr interessante Linie, die wir verwenden wollen, um nicht nur dann unsere Schwerefelder zu testen, sondern man kann sich auch vorstellen, dass für neue Instrumente, die heute entwickelt werden, eine solche Linie von großer Bedeutung ist, um diese Instrumente zu testen. Die verschiedenen Messungen, die gemacht werden sollen, sind natürlich Lotabweichungen, das wurde bereits gemacht, das Nivellement, Leveling, ist auch bereits gemacht worden am GNSS, wurde auch gemessen, ist aber noch nicht fertig ausgewertet und dann natürlich noch die schwere Messungen selbst entlang des Profils. Man sieht hier sehr schön die Lotabweichungen, das sind die ursprünglich gemessenen Werte. Und wenn wir das jetzt noch etwas genauer anschauen, dann können wir hier durch die folgenden Berechnungsschritte durchgehen.
Das sind die beobachteten Lotabweichungen. Wenn man die korrigiert für die verschiedenen Effekte, wie zum Beispiel die Topografie, die Hügel und so weiter, Sedimente und so, dann kommt man auf eine viel homogenere Darstellung und man sieht sehr schön, dass man hier einen mittleren Offset hat in diesem Gebiet. Den kann man nun wegziehen und dann kommt man in die interessanten Bereiche. Nämlich, man entfernt hier so ungefähr 11 Bogensekunden, 7 Bogensekunden in die zwei Richtungen. Und was man jetzt hier nicht mehr genau sieht, auf diesem Plot hier, das ist eigentlich das Interessante. Wenn ich das jetzt vergrößere, dann sieht es dann so aus. Das ist also jetzt der Vergleich mit dem momentan existierenden CHGEO 2004. Und man sieht sehr schön diese Abweichungen, die jetzt ja vorhanden sind. Und das ist genau unser Signal. Das ist unser interessantes Profil, das dann erlauben soll, von einem CHGEO 2004 zu einem wesentlich besseren Schwerefeld überzugehen. Das wird die Validierung sein. Ja, gehen wir nun etwas weiter zur Frage, was wir sonst noch brauchen. Es wurde schon erwähnt, dass eines der Projekte darin besteht, ein dreidimensionales geologisches Modell herzustellen. Ein solches Modell brauchen wir, um quasi die Dichte modellieren zu können in diesem Bereich. Das ist einerseits wichtig für die Schwerefeldbestimmung selbst, für das GOI-Berechnungen selbst, aber auch sehr wichtig für die Schwerebeschleunigungsberechnung unten im Tunnel, weil dazwischen dann eine Erdschicht besteht von ein paar hundert Metern und die muss man sehr genau modellieren, um zu wissen, wie die Schwere dann unten aussieht und wie das Geoid unten im Tunnel aussieht. Dieses Modell hier wurde von der Universität Genf erarbeitet und die sind daran, das weiter zu verfeinern und zu verbessern. Das wird eine wichtige Grundlage sein für uns. Zusätzlich, wenn wir dann wirklich ziemlich genau werden, so in den Bereich von einem Zentimeter, dann werden wir auch zeitabhängige Effekte erfassen müssen. Was gehört dazu? Typischerweise wichtig sind Mond und Sonne, die festen Erdgezeiten verursachen. Die kann man mit Modellen sehr gut erfassen. Aber es gibt auch andere Massenverschiebungen, die sehr wichtig sind. Und Massenverschiebungen, zum Beispiel auch die Atmosphäre, haben zur Folge, dass sich die Form des Geoides ganz leicht ändert. Und das möchte ich hier kurz mal zeigen. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ne? Jawohl. Das sind sogenannte stehende Wellen im Genfersee, also Eigenmodi des Sees, wo quasi das Wasser hin und her schwappt in ein paar Minuten Bereich. Also Sie sehen hier, die Periode ist etwa größer und jetzt mehr als eine Stunde, die das braucht, um hin und her zu gehen. Und Sie sehen, wie sich das Schwerefeld, also das Geoid im Bereich des Genfersees dann auch wirklich verändert. Und diese Veränderungen müssen dann berücksichtigt werden, wenn man höchste Genauigkeiten erfassen will. Ja, damit komme ich bereits zu der Frage neuer Instrumente. Sie haben ja gehört, dass es unter Umständen oder nicht nur unter Umständen, dass es lange dauern wird, bis wirklich der Tunnel gebaut wird. Ab 2030 und bis dann die Komponenten hier quasi aufgebaut werden im Tunnel selbst, kann es noch dauern. Deswegen ist man daran interessiert, möglichst auch neuere Technologien anzuschauen und ein davon wird am CERN entwickelt, das ist das Deflektometer. Und das funktioniert ungefähr so, wie in dieser Abbildung dargestellt. Man hat einen Laser hier auf der linken Seite. Dieser Laser erzeugt quasi eine gerade Linie. Und diese gerade Linie will man verwenden, um die Komponenten auszurichten. Aber von der Messung her, von der Messung des Tunnels hat man
hat man quasi diesem Geoid, ist man diesem Geoid gefolgt hier, dieser Äquipotentialfläche, und den Unterschied muss man nun berücksichtigen. Das heißt, man hat hier Neigungsmesser auf der Seite, das wäre schon senkrecht zu dieser Linie. Dann hier weiter weg ist es schon ein bisschen schräg. Das heißt, dieses Tiltmeter zeigt, dass sich da was geändert hat, insbesondere auch die Erdkrümmung. Und diesen Unterschied in den Winkeln, den muss man nun berücksichtigen. Und dazu braucht man ein, quasi dieser Winkel zwischen diesen senkrechten und der geraden Linie hier, der wird gemessen mit diesem Instrument, und den braucht man, um eben zum Beispiel den Fluss, solche Wasserwagen, die man verwendet, dann zu korrigieren auf eine gerade Linie. Wir haben auch ein anderes Instrument, das jetzt schon in Serienreife produziert wird. Das ist sogenanntes Quantum Gravimeter, also Quantum Schwerefeldmesser. Und Sie sehen hier einen Typ von der Firma Myquans. Das Prinzip ist äußerst kompliziert, wie Sie sich ja vorstellen können. Man sieht da auch die Größe eines solchen Instruments, 140 cm, 50 cm. Aber das Grundlegende daran ist eigentlich auch so wie bei anderen Absolutgravimetern: man will den freien Fall messen. Und zwar hier runter. Diese Teilchen hier, die darunter fliegen. Nur wird man nicht ein Prisma verwenden, wie das in herkömmlichen absoluten Gravimetern verwendet werden. Je vois qu'on a un problème technique du côté de Markus Rotacher. Donc, on va peut-être changer l'ordre des présentations et puis je vais enchaîner avec, avec la présentation qui devait clore cette matinée. Puis on va voir si Markus Rotacher arrive à se reconnecter et puis il pourra terminer sa présentation ensuite. Donc, la présentation que j'aimerais vous montrer porte sur les aspects de la collaboration et notamment la contribution de Swisstopo à cette collaboration, à l'étude autour du FCC. Ce n'est pas la première fois qu'une collaboration s'installe autour de la détermination du champ de pesanteur. En l'occurrence, en Suisse, on peut vraiment parler de chance. On a la chance d'avoir un réel cluster en fait, de compétences en matière de détermination du champ de pesanteur. On a la commission géodésique suisse qui, dès la deuxième moitié du 19e siècle, s'est intéressée à ces aspects-là. Et on a aussi l'Institut de géodésie et de photogrammétrie de l'ETH de Zurich, dont font partie les deux collègues, les deux professeurs de l'ETH de Zurich, qui se sont beaucoup intéressés aussi aux questions de géodésie physique. Et évidemment, on a Swisstopo, pour qui ces développements étaient très intéressants car, pour les mettre en pratique. Donc, historiquement, ces compétences se sont développées aussi grâce à l'école allemande. Les géodésiens allemands ont toujours été extrêmement forts en géodésie et particulièrement forts en géodésie physique. En Suisse, en même temps, on a un champ d'application qui est intéressant car on a une topographie plutôt compliquée en Suisse avec des montagnes élevées qui rend la détermination du géoïde plus challenge. Et le CERN, de ce point de vue-là, est très intéressant car il a une certaine extension géographique, donc comme des distances importantes, combinées à des exigences très élevées en termes de précision. Et puis c'est grâce en fait à ce petit cluster de compétences que cette collaboration a pu être mise en place. D'ailleurs, c'est illustré grâce à l'image de droite ici. Ça montre la Suisse romande et les petites étoiles noires et les petites étoiles rouges sont des déviations de la verticale, donc un type de mesure dont Markus Rotacher a parlé avant. Et on voit qu'il y a une densité plus élevée au CERN. Donc ça, c'est un exemple d'une collaboration qui avait été entreprise entre l'ETH de Zurich et le CERN pour déterminer un géoïde local. Cette collaboration, et plus spécifiquement la collaboration entre l'ETH de Zurich et puis Swisstopo, a été formalisée dans les années 90 sous forme de consortium suisse pour le champ de pesanteur. Donc c'est réellement une collaboration formelle en fait, et c'est cette collaboration qui a permis d'entreprendre un certain nombre de travaux, notamment la détermination du modèle du géoïde en 1998, mais aussi le nouveau modèle du géoïde officiel suisse, le CHGO 2004.
Et c'est grâce à cette bonne collaboration en fait qu'on a pu mutualiser des ressources, des compétences et développer tous ces produits en lien avec le champ de pesanteur, donc les déviations de la verticale à la surface par exemple, qui sont maintenant officiellement distribués et mis à disposition du public par Swisstopo. Donc il n'était que naturel avec le projet, le FCC, d'étendre cette collaboration. Donc actuellement, dans cette collaboration géodésique autour du FCC, il y a le CERN qui est évidemment impliqué, l'ETH de Zurich, Swisstopo, et aussi la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. En même temps, comme l'a mentionné Andreas Wieser, il y a aussi un groupe d'experts qui est formé. Dans ce groupe d'experts, l'IGN, donc c'est l'équivalent de Swisstopo en France, est également présent. D'ailleurs, j'aimerais profiter pour saluer les collègues français de l'IGN. Donc l'objet de la collaboration autour du FCC porte sur plusieurs aspects. Un aspect évidemment l'expertise, donc dans les différents groupes, à l'ETH, à Swisstopo, il y a de l'expérience en modélisation. À Swisstopo, on utilise un certain nombre de logiciels, de librairies logicielles scientifiques qui ont été développées en collaboration avec les hautes écoles, mais de façon opérationnelle, donc c'est vraiment intéressant dans le cadre de ce projet. Mes collègues l'ont bien montré, l'importance des données, donc les mesures gravimétriques, les déviations de la verticale, aussi des mesures de nivellement, mais il y a d'autres données qui sont aussi intéressantes dans le cadre de ce projet, des produits plutôt standards de Swisstopo comme les modèles altimétriques ou les modèles bathymétriques. Donc ça, c'est vraiment une des forces de cette collaboration, c'est qu'on a un échange de données. Et une petite contribution de Swisstopo à ce projet est aussi l'organisation de campagnes de mesures d'envergure, avec notamment le nivellement fédéral. Swisstopo a l'expérience et les ressources pour faire des campagnes un petit peu plus importantes. Et Swisstopo possède aussi un certain nombre, ou utilise un certain nombre d'instruments très spécifiques qui ne sont pas disponibles ailleurs en Suisse. D'ailleurs, un exemple pour un tel instrument est Kodiak. C'est une caméra zénitale et c'est réellement un instrument inédit. Il n'existe que quelques pays au monde, peut-être 4-5, caméras zénitales. Kodiak veut dire Compact Digital Astrometric Camera. La pièce maîtresse de cet instrument est un système optique qui fera de nuit des photos du ciel ainsi que des inclinomètres. C'est les petits cubes bleus que vous voyez sur la plaque noire. Donc des inclinomètres permettent de mesurer très précisément l'inclinaison de la caméra. Donc cet instrument est un prototype, il n'en existe que 2 exemplaires et il a été développé à l'Institut de géodésie et de photogrammétrie de l'ETH de Zurich. Et à Swisstopo, cet instrument est utilisé de façon opérationnelle depuis quelques années pour les besoins de la détermination du géoïde. L'intérêt de faire des mesures avec Kodiak réside dans le fait que, comme ça a été montré avant, on arrive à déterminer la direction de la ligne d'aplomb en fait, donc la direction du vecteur pesanteur. La caméra est mise en station, elle est horizontalisée très précisément à l'aide des inclinomètres et puis elle fera de nuit une photo du ciel étoilé. Et puis ça va nous donner vraiment en 3D la direction de ce vecteur pesanteur. Et ça, en fait, c'est une grandeur qui est directement liée au géoïde. Ce qui est particulièrement riche dans ce type de mesures, c'est leur indépendance, en fait. Ces mesures sont complètement indépendantes des autres techniques géodésiques, donc du nivellement, par exemple, du GNSS. Et c'est pour ça que ce sera particulièrement intéressant pour des besoins de validation. Il a donc été décidé d'installer un profil astrogéodésique. Donc, c'est le même profil qu'a été montré avant. Pourquoi ce profil? Donc l'idée en fait était de couvrir plus ou moins tout le site du FCC, donc de Meyrin jusqu'à Annecy. On voulait également avoir des topographies un petit peu variées, donc ça va du pied du Jura en passant par le Salève jusqu'à Annecy. Et puis ce qui est particulièrement intéressant du point de vue Swisstopo, c'est d'avoir la transition entre la Suisse et la France, donc deux pays qui ont leur propre système de référence altimétrique. Donc le long de ce profil ont été effectuées des mesures astronomiques avec l'instrument Kodiak que je viens de montrer avant, mais aussi des mesures de nivellement pour compléter les lacunes, des mesures de pesanteur vont être faites et des mesures GNSS. Le résultat final d'un profil astrogéodésique comme celui qui a été mesuré sera une coupe du géoïde. Donc c'est ce qui est montré ici à droite. En coordonnées X, on a la distance le long du profil. À gauche, on a Meyrin et à droite, on a Annecy. Et puis la valeur en Y, en fait, c'est la hauteur du géoïde. Donc c'est vraiment la grandeur qui nous intéresse. Et puis cette coupe à travers le géoïde sera très très précise et pourra être comparée à des modèles existants. Ou des nouveaux modèles. Donc c'est vraiment le moyen qui va nous permettre de distinguer, de, de,
de mesurer quelque part la qualité des nouveaux modèles. Parce qu'autrement, sans avoir accès à un profil du géoïde, un profil astrogéodésique, la seule possibilité qui reste, c'est de comparer les différents modèles et puis avec la difficulté de ne pas savoir quel est vraiment le modèle juste. Pour avoir accès à des longueurs d'onde courtes, donc des signaux de haute fréquence, donc avoir quelque chose de très précis, on a fait une densité, des mesures avec une densité inédite. Donc on a fait une station de déviation de la verticale tous les 800 mètres, ce qui représente 60 stations sur ces 50 km. Et c'est réellement inédit au niveau mondial. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, de profil astrogéodésique autant important avec une telle densité de mesure. Ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'il y a non seulement ces mesures sont non seulement pourvues d'un intérêt direct pour le projet du FCC, mais s'inscrit aussi bien dans le cadre d'autres initiatives, notamment européennes. Et dans ce contexte, j'aimerais mentionner le projet European Alps GeoID, donc qui est un projet avec la participation de 9 pays, de 15 partenaires, donc des partenaires tant académiques qu'institutionnels. Et l'objectif de ce groupe de travail, de cette initiative, est de développer un modèle du géoïde très précis qui couvrirait quasiment toute l'Europe, ou en tout cas tous les pays alpins. Il faut savoir que la détermination du géoïde, d'avoir un géoïde millimétrique ou centimétrique, c'est en quelque sorte le saint graal de la géodésie. C'est pas encore acquis. Et le résultat en fait d'un géoïde commun serait aussi d'avoir une unification des systèmes altimétriques. Donc un profil astrogéodésique comme il a été mesuré pour le CERN est tout à fait pourvu d'intérêt aussi dans d'autres projets et notamment dans la modernisation des systèmes altimétriques qui est en cours en Europe. Ça m'amène à ma conclusion. Donc le take-home message, c'est que le projet du FCC au CERN est particulièrement intéressant d'un point de vue géodésique, car il combine une étendue importante, donc une zone relativement large, où on ne peut plus négliger certains effets, comme c'est le cas pour des projets locaux, et en même temps, une exigence en termes de précision qui est quand même très très importante. Donc pour nous, c'est vraiment, d'un point de vue géodésique, extrêmement riche comme projet. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une collaboration win-win. Il y a un bénéfice direct, en tout cas pour Swisstopo. Alors, j'espère que Swisstopo peut aussi amener quelque chose d'intéressant pour les partenaires du projet. Il faudra peut-être poser la question aux collègues. Mais pour Swisstopo, c'est évident qu'on bénéficie directement des développements qui sont faits, de la recherche qui est faite dans ce cadre. C'est une opportunité aussi pour Swisstopo de rester à l'état de l'art, de suivre les évolutions technologiques et de se moderniser. Et au final, ça bénéficie à toute de la population. Et j'espère avoir pu montrer aussi que ce projet est en bonne cohérence avec d'autres initiatives internationales. Et dans ce contexte, je pense particulièrement à l'unification des systèmes altimétriques en Europe. Voilà, ça m'amène à la fin de ma présentation. On va refaire une tentative avec la présentation de Markus Rotacher. Alors, il est en train de préparer le partage. Dans l'intervalle, je vous invite à continuer à poser des questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, visiblement, Slido fonctionne. C'est une excellente nouvelle. On va attendre, on va encore juste donner, voilà, je crois qu'on a, on a le partage, magnifique. Irgendjemand muss es ja, weil es treffen, so bei einem Meeting. Bin ich bereits online? Ja, gut. Ich weiß nicht genau, bei welcher Folie ich aus dem System geworfen wurde, kann das vielleicht noch jemand gerade es sagen. War die Folie mit dem Quantengravimeter. Also hier quasi, ja. Okay, gut, vielen Dank. Dann werde ich hier noch kurz den Schluss meiner Präsentation geben. Ich bin gerade daran gewesen, zu beschreiben, wie dieses Instrument funktioniert und habe natürlich gesagt, dass es äußerst kompliziert ist im Detail. Aber man kann sagen, im Prinzip ist es so, dass auch wieder der freie Fall verwendet wird, und zwar von einer Gruppe von Atomen runter, und es wird gemessen, die Fallzeit bis zu einem Detektor. Das einzige Problem ist, dass man jetzt nicht mehr ein Prisma hat, das man quasi mit Wellen anmessen kann, sondern nur noch einzelne Atome. Und deswegen muss man diese Atome speziell kennzeichnen. Das macht man mit Pulsen, das sieht man hier. Mit diesen Pulsen werden
zwei Gruppen mit unterschiedlichen Zuständen und diese zwei unterschiedlichen Zustände, die kann man dann hier detektieren in einem interferometrischen Prinzip. Aber sonst ist das nichts anderes als ein freier Fall, der hier verwendet wird. Aber weil man diese Atomgruppen, das sind nur wenige Atome, weil man diese runterkühlen kann mit einem Laser auf fast Temperaturen Null, deswegen ist auch diese Messung dann wesentlich genauer. Man erreicht also etwa, wenn man das auf die Schwerebeschleunigung bezieht, etwa 9 Stellen Genauigkeit, also 10 hoch minus 9 von G. Das sind interessante neue Entwicklungen, die wir auch verwenden wollen. Und schlussendlich, vielleicht etwas länger in die Zukunft geschaut, ging es um solche Geräte hier, also Satellitenmissionen, schwere Missionen mit Satelliten. Dies hier ist die Grace Follow-on-Mission. Das sind zwei Satelliten, die um die Erde fliegen und den gegenseitigen Abstand messen, auf etwa einen Zehntel einer Haaresbreite genau, heute sogar noch genauer. Und dadurch kann man dann das Schwerefeld bestimmen, unter anderem eben mit einer solchen Mission. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, vielleicht ergibt sich ja eine solche Mission in der Zwischenzeit, die Genauigkeit erreicht. Im Moment kann man damit nur die langwelligen Anteile rekonstruieren, aber nicht die Details über das relativ kleine Gebiet des FCC. Ja, das bringt mich bereits zu den Schlussfolgerungen. Erste schwere Modelle sind vorhanden, Datensätze sind vorhanden. Die sind aber insgesamt noch nicht gut genug, um das Ziel von kleiner als 1 Zentimeter zu erreichen für diese Äquipotentialflächen. Zurzeit wird ein hochgenaues Profil bestimmt, das haben wir gesehen, mit allen relevanten Instrumenten. Und das wird unsere Challenge sein, zu sehen, erreichen wir die Genauigkeit über den ganzen Bereich des FCC. Und wir haben gesehen, zukünftige Instrumente können die existierenden ergänzen und wir hoffen damit, das Schwerefeld noch besser bestimmen zu können. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Markus Rothacher für diese spannende Präsentation zu den physikalischen und mathematischen Aspekten der Geodäsie-Zusammenarbeit. Bevor wir zu den Fragen übergehen, möchte ich mich ganz herzlich bei den Rednerinnen und Rednern bedanken für diese äußerst spannenden Vorträge. Und ich möchte mich ebenfalls bedanken bei der Technik, die heute allerhand zu tun hatte, bei Maria Klonner und Felix Zumwald, die diesen Event im Backend betreut haben. Somit ist die Fragerunde eröffnet. Wir werden schauen, dass wir alle Fragen beantworten. Wir haben ja noch wir können auch nach 11:30 im Chat bleiben. Und wenn Sie jetzt weitere Fragen haben, zögern Sie nicht. Sie können auch laufend noch weitere Fragen einbringen. So, die erste Frage wäre für Michael Benedikt. Warum ist der neue Tunnel nicht genau in Kreisform? Es schien auf der Karte, dass er etwas gequetscht ist und einzelne gerade Teile hat. Michael Benedikt ist noch auf Mute. Jetzt. Jetzt geht's. Ja, also der Tunnel ist richtigerweise, wie es in der Frage formuliert ist, nicht ein ganzer Kreis, sondern besteht eigentlich aus 8 Achteln, also aus 8 Kreissegmenten, die jeweils ein Achtel von einem Gesamtkreis ausmachen. Und diese Segmente sind miteinander über etwa 2 Kilometer lange gerade Sektionen verbunden. Die geraden Sektionen brauchen wir, um verschiedene Elemente in der Beschleunigertechnologie einzubauen, zum Beispiel die Beschleunigungssysteme. Ja, die nehmen dann Platz und an dem gleichen Platz kann dann eben der Strahl nicht auf einer Kreisbahn sein. Und auch um die Experimente einzubauen und um die Kollisionen vorzubereiten, brauchen wir gerade Sektionen, wo wir quasi den Strahlquerschnitt ganz, ganz klein machen können.
und die Strahlen wirklich genau aufeinander steuern können, sodass sie im Überschneidungspunkt miteinander zur Kollision kommen. Das ist also der Grund, warum so ein Tunnel zwar als kreisförmiger Tunnel bezeichnet wird, aber eben nicht ganz genau kreisförmig ist. Merci beaucoup pour cette réponse. Une prochaine question pour Andreas Wieser ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais commençons par Andreas Wieser. Pourquoi le tunnel n'est pas construit partout à la même profondeur? Also, wieso ist der Tunnel nicht überall gleich tief? Ist das wegen der Geologie im Untergrund? Yes, that's a very good question. And it, I think it's the same question essentially like just now posed by Florian, whether horizontal for physics is the same as horizontal for us. So this is a question of how you look at it. For the beams, to my understanding as a non-physicist, the beams don't care about Earth's gravity field. So the ideal beam path would be in a perfect Euclidean plane. And if we have realized such a plane, it would not be horizontal in our own perception with respect to the gravity field. So all points along a perfect Euclidean plane in the gravity field go a bit up and down. And this is what you saw in the display, because in the cross section of the geology, the height lines were either nearly ellipsoidal arcs or following the gravity field, but irrespective of what they were, they are not the Euclidean plane. So that means the tunnel will go up and down in our height system, but it will be perfectly horizontal, ideally, for the beams. Merci. I hope that answers. Merci Andreas pour cette réponse. Si la question n'est pas complètement remplie, n'hésitez pas à reposer, à préciser votre question sur Slido. On a une deuxième question pour Michael Bénédicte. Pourquoi est-ce essentiel d'être dans un tunnel? Est-ce qu'une spirale construite en silo n'est pas un design possible? Oui, il faut regarder là certains aspects de la physique d'un faisceau. On cherche de maximiser les rayons des courbatures si on veut garder un faisceau dans un accélérateur circulaire. C'est-à-dire, si on construit une spirale avec plusieurs comme un silo, on va voir un rayon qui est plus petit que nécessaire. Et ça, on ne veut pas parce qu'on a besoin d'une force magnétique pour créer la courbature du faisceau. Et bien sûr, si la courbature est plus petite, il faut beaucoup plus de force magnétique. C'est pour ça qu'on maximise le rayon d'un tunnel. Merci pour cette réponse. On a une question pour Markus Rotacher. Wurde auch überlegt, dynamische Höhen zu verwenden? Potenzial über eine Konstante. Äquipotentialflächen hätten so die gleiche Höhe. Was genau für ein Höhensystem am Schloss verwendet wird, das muss man noch überlegen. Es gibt ja verschiedene Höhensysteme. In der Schweiz wird das orthometrische System verwendet. In Frankreich sind es Normalhöhen. Das heißt, hier wird jetzt noch eine weitere Höhe angewandt, die dynamische Höhe. Das ist natürlich für Äquipotentialflächen richtig, dass man damit arbeiten kann, aber sie reflektieren eben nicht. Sie geben quasi dieselben Äquipotentialflächen oder ich muss so sagen, die Höhe ist gleich für auf einer Äquipotentialfläche, aber sie widerspiegeln eben nicht korrekt die Höhe, wie wir sie brauchen. Wir wollen nämlich eine metrische Höhe haben, die wirklich möglichst gut die Höhenunterschiede wiedergibt. Und dazu sind orthometrische oder Normalhöhen dann am besten geeignet. Welches davon hängt dann von der Kombination ab mit Frankreich zusammen? Merci. On a une question pour,
probablement pour Hélène, que je vais traduire en français. Donc, est-ce que le CERN a fait des réflexions pour transformer tous ces CRS en un seul et nouveau CRS actuel? Oui, ça fait d'ailleurs partie justement de la collaboration qui a été mise en place et de ce qui a été présenté aussi par Andreas Weiser. On est dans cette réflexion, effectivement. Mais c'est pas, ce ne sera pas si simple que ça, puisque on est en train de regarder aussi l'impact que cela aurait sur tout ce qui est déjà en place. Donc, ce qui vous empêcherait de faire ça, c'est plutôt des aspects pratiques, de coûts, de faisabilité, en fait. Oui, et des logiciels associés à toutes nos mesures. D'accord. Merci. On a une deuxième question pour toi, Hélène. Où en est la recherche quant aux performances des capteurs d'écartométrie hydrocaptifs déjà testés sur la maquette du CLIC? Alors, on a beaucoup avancé dans ce domaine grâce justement à toute la recherche et développement qui a été fait sur ce projet CLIC. Et maintenant, en fait, ces capteurs vont être utilisés pour HL et LHC. Donc, en 2026, on va remplacer plus d'un kilomètre de composants du LHC pour améliorer la luminosité du LHC. Et donc, on va mettre en place sur ces nouveaux composants ce qu'on appelle un Full Remote Alignment System, donc qui nous permettra de repositionner à distance tous les composants de part et d'autre des détecteurs Atlas et CMS sur plus de 200 mètres de chaque côté. Et on va utiliser donc des capteurs d'écartométrie, Wire Positioning Sensors, et aussi des HLS, Hydrostatic Leveling Sensors. Donc avec une justesse de mesure de l'ordre de 5 microns pour tous ces capteurs qui nous permettront en fait de positionner plus de 200 mètres de composants à mieux que 150 microns en fait, à distance. Merci beaucoup Hélène. On a une question pour Andreas Wieser. Je vais essayer de traduire en allemand. Wird das gleiche geodätische Netz benutzt für die Ausrichtung der Bestandteile des Beschleunigers wie auch für die Tunnelarbeiten oder ist es ein unabhängiges geodätisches Netz? Man hört mich? Ja, wir hören dich. Okay, bei mir steht noch immer stumm geschalten. So, actually it will be a different network, but not totally independent. And the reason is that during construction, tunnel construction, points are needed in certain locations that are ideal for the geodetic purposes, but also allow the tunnel construction process. And then when the installation comes, many of these locations will be covered by installations for the machines later and so on. So during construction, eventually points will have to be moved to other locations where they are then available for the remainder of the project. So in that sense, they will be new points, and they will also have to get new coordinates because during construction, the accuracy is limited because we have this free traverse coming from each attack. And later on, to assure the necessary relative accuracy, we will have to have measurements that connect all those points. So that means there will be a temporal development. There will be some time when the points later used for the alignment or as a basis of the alignment will be available together with the points for the tunnel construction, but they will be different points. Dankeschön. Wir haben eine Frage für Michael Benedikt. Würde eine noch größere Anlage noch bessere Forschungsergebnisse bringen? Oder vielleicht noch also als Ergänzung, was kommt nach dem FCC? Kommt dann noch ein größerer Beschleuniger? Also die Antwort dazu ist einmal, man muss sich da die zeitliche Abfolge der Aktivitäten anschauen und natürlich auch das aktuelle Physikforschungsprogramm sehen. Und wenn man näher diese europäische Strategie der Teilchenphysik betrachtet, dann findet man, dass aktuell die absolut höchste Priorität liegt
auf einem tieferen Verständnis des Higgs-Bosons, das vor 10 Jahren, 2012, am CERN experimentell nachgewiesen wurde und schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts theoretisch vorhergesagt wurde. Und dieses Higgs-Teilchen, das möchte man eben wesentlich genauer und wesentlich besser vermessen. Das heißt, die Grundparameter von dieser Stufe 1-Anlage, von der wir da sprechen, die werden im Wesentlichen aus den Messmöglichkeiten und der Präzision, die man erreichen kann, für das tiefere Verständnis dieses Higgs-Teilchens definiert. Ja. Und das setzt in gewisser Weise die Hauptparameter fest. Und die gewünschte Präzision bei solchen Messungen setzt auch wiederum gewisse Anlagenparameter fest. Und typischerweise gewinnt man mit der Anlage im Vergleich zu den aktuellen Messungen mehrere Größenordnungen bei dem Higgs-Boson und bei anderen relevanten Teilchen, die man auch mit so einer neuen Anlage präziser vermessen möchte, sodass man mit einer größeren Anlage in dem Sinn nicht mehr notwendigerweise bessere Präzision oder mehr Information gewinnen kann. Also diese Stufe 1 ist glaube ich, für dieses aktuell mit höchster Priorität in der weltweiten Teilchenphysik angesehene Programm eine ganz optimale Anlage. Wie man auch sieht im Vergleich mit diesem FCC zu anderen alternativen Konzepten, die schon in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt worden sind. Vielen Dank, Michael Benedikt. Wir haben noch mal eine Frage für Sie, die höchstwahrscheinlich von den aktuellen sicherheitspolitischen News inspiriert wurde. Gibt es Überlegungen, wie die 90 Kilometer lange Infrastruktur und die sensiblen Anlagen bis Ende des Jahrhunderts im Krisen- oder Konfliktfall geschützt werden kann? Ja, ich denke, also wir sind natürlich in der glücklichen Lage, dass wir im Herzen Europas liegen. Und ich glaube, die geopolitische Situation, das Umfeld Schweiz, schweiz-französische Grenze, ist einmal per se schon eine sehr günstige Lage. Ja. Und prinzipiell sind natürlich diese Anlagen, wie Sie gesehen haben, einfach schon einmal inhärent relativ gut geschützt, weil sie ja in einem relativ tiefen Tunnel liegen. Also ich glaube, im Krisenfall oder im Konfliktfall ist wahrscheinlich die Problematik, wie schützt man diese Teilchenbeschleunigeranlagen, nicht das absolut vordergründigste Thema dann. Dankeschön. Wir haben eine Frage für Markus Rotacher. Und zwar, wenn der Genfersee einen Einfluss auf das Höhensystem hat, kann auch ein dichtes Verkehrsaufkommen einen Einfluss auf das Höhensystem haben? Eine sehr interessante Frage. Theoretisch kann man natürlich sagen, dass jede Masse, die sich irgendwo herumbewegt oder verschiebt, einen Einfluss hat. Allerdings ist der Verkehrsstrom, der ist zu klein, das wird man nicht messen können. Es geht wirklich um ganz substanzielle Massen, zum Beispiel die Atmosphäre in einem Hochdruckgebiet hat eine wesentlich größere Masse, das würde man zum Beispiel sehen. Oder wenn es jetzt in Genf ganz massiv schneien würde und vielleicht 2-3 Meter Schnee dort liegen würden, dann würden wir das auch sehen. Dann würde wirklich die Kruste ein bisschen runtergedrückt durch die Schneelast. Vielen Dank, Markus. Wir haben noch eine zweite Frage, die ich gerne an dich richte. Wo sind weitere Informationen hinsichtlich der Vereinheitlichung von Höhensystemen in Europa erhältlich? Das ist sehr interessant. Also hast du eine kurze Antwort drauf? Sonst können wir Martin auch privat antworten. Müsste man selber schon noch genau schauen, was jetzt die besten Quellen wäre. In Europa läuft sehr viel, was die Vereinheitlichung der Höhensysteme im Moment angeht. Da wurden auch neue Kampagnen gemacht für Nivellement und so weiter. Also da gibt es insbesondere in Hannover die Gruppe, die das europäische Geoid normalerweise berechnet. Und heute wird es ja sogar über Europa hinweg
sehr genau untersucht, wie man über die ganze Welt wirklich ein einheitliches Höhensystem etablieren kann, aufgrund der nun sehr genauen Messungen durch die Satelliten, die eben einen globalen Bezug erlauben, so im Zentimeterbereich. Ja, vielen Dank für diese Hinweise. Wir werden auch im Chat einen Link posten mit zusätzlichen Informationen. Und falls Sie weitere Informationen möchten, dann ich werde Ihnen unsere Kontaktdaten per Chat mitteilen. Und das bringt uns zur letzten Frage. Die wäre für Michael Benedikt zum geologischen Modell. Sind die Ergebnisse des Projektes GeolBeam hier anwendbar, also die Modellierung als Voxel? Also da muss ich leider sagen, das GeolBeam ist mir unbekannt und ich kann dazu eigentlich nichts Konkretes sagen. Vielleicht ist einer der anderen Kollegen, kennt das GeolBeam eventuell besser. Ja, das ist ein Versuch der Kombination von geologischen, detaillierten geologischen Modellen mit Infrastrukturinformation, also quasi BIMs, die für große Infrastrukturen, Tunnel, Wolkenkratzer, Brücken, Flughäfen und so weiter verwendet werden. Für uns ist natürlich die geologische Information das Wichtigste. Die größere Infrastruktur müssen wir da eigentlich nicht mit reinnehmen, aber wenn dieses GeolBeam quasi eine voxelmäßige Dichteverteilung erlaubt, dann kann man diese Voxel sicher sehr gut brauchen, um das Schwerefeld zu berechnen, also quasi vorwärts zu modellieren, so muss man sagen, aufgrund der Dichteverteilung. Das macht man sowieso, dass man kleine Volumenelemente verwendet, die dann aufsummiert zum Gesamteffekt. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus Teams und zwar, je vais peut-être donner la question à Hélène. Donc, quelles sont les températures maximales qui peuvent survenir dans le tunnel? Et puis la personne demande en fait quelle est l'influence sur les mesures et notamment sur le déflectomètre de ces variations de température. Très bonne question. Ce que je connais actuellement, c'est effectivement le tunnel du LHC. Donc là, effectivement, on a des températures relativement stables, mais on a aussi des aimants supraconducteurs. On a un tunnel donc de l'ordre de 20 degrés qui est vraiment relativement stable en température. Pour le FCCEE, ce sera un petit peu différent puisqu'effectivement, là, on risque d'avoir des composants chauds qui risquent de, effectivement, suivant le mode de ventilation du tunnel, peut-être créer un petit peu des deltas de température plus locaux. Et donc, si on réalise des mesures avec le déflectomètre, normalement, ce serait on va dire au début du projet, lorsque le tunnel est encore vide de composants, ou en tout cas quand ils ne sont pas en mode opération, donc générant des gradients de température. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça devrait avoir un impact limité. De toute façon, il faudrait que le déflectomètre, effectivement, il soit vraiment dans. Enfin, on en est vraiment à la validation du concept pour l'instant sur 12 mètres. Et ensuite, effectivement, il serait à l'intérieur de tubes sous vide, qui seraient déplacés tout le long du tunnel. Merci beaucoup, Hélène, pour cette réponse. On a terminé les questions. Donc, j'aimerais encore une fois remercier les oratrices, les orateurs pour ces magnifiques présentations. Merci beaucoup aussi à vous, cher public à la maison, pour votre attention, pour votre intérêt pour cette thématique et puis aussi pour toutes ces questions très intéressantes. Et
N'hésitez surtout pas à consulter le site web Swiss Topo pour les colloques à venir. Ce n'était pas le dernier colloque. Cette série de colloques continue tout au long du printemps avec beaucoup de sujets, peut-être un petit peu moins géodésiques, mais tout autant intéressants. Merci beaucoup, bon appétit et au revoir tout le monde.